So, meine lieben Freunde, es ist wieder soweit. Ich bin euer Deck und willkommen bei Silent Hill Downpour. Ja, wir sind hier jetzt durch diesen Vorgarten gegangen. Ich muss jetzt nochmal hier rein. Ich war ja schon im letzten Teil hier. Aber hier gab es, genau, hier gab es noch Munition. Für eine Pistole, die ich nicht habe. Das ist leider schade. Wie wechselt nochmal die Waffe? Das war so ein Punkt, den vergesse ich immer mal wieder. Lasst uns mal kurz gucken, was wir noch mal im Inventar haben. So. Waffe wechseln, drücken zum Ziehen, einstecken, links mal einstecken. Ah, okay. Zack. Hier nehme ich die sofort und er schmeißt das, was er in der Hand hat, weg. Okay. Es ist hier so komisch ruhig. Das macht mir Angst. Ja, die Türen können mich nicht mehr erschrecken. Ich bin schon abgehärtet. Gut, lassen uns mal ganz kurz gucken, was wir nicht da, sondern da in unserem Inventar haben. 5 Schuss in der Schrotflinte, gut zu wissen. 11 Medikit, das ist sehr, sehr, sehr gut. 35 Patronen und 5 Nachschub. Ah, wir haben 2 Gemälde, genau, das ist gut. Genau, und wir haben eine Birne für eine Ersatzbrücke und ein warm aussehender Mantel. Aber wir haben keinen Schlüssel oder sowas, das wollte ich eigentlich nur wissen. Oh Gott! Scheiße! Oh! Ey. Könnt mich doch nicht so erschrecken. Echt, das war jetzt unfair, ey. Vor allen Dingen, ich wollte die Tür so langsam aufmachen, wisst ihr? Und dann zack. Steht da auf einmal so ein Scheißvieh. Oh Gott, nee. Wer ist da? Ich hab alles im Blick. Ja. Traut euch nicht zu viel, ihr Bastarde. Ich hab hier... Ich hab Waffen ohne Ende. Oh Gott. Ich wollte mich echt fertig machen. Wahrscheinlich kommt hier einfach aus dem Nichts irgendwas. So wie wir es von Silent Hill kennen. Leute, immer diese Schritte. Ich denke immer, das sind diese kleinen Frauen. Diese komisch aussehenden Frauen. Die Tipps sind auch immer so rum. So, hier kann man doch wohl, genau, hier kann man doch wohl drüber. So, was haben wir denn hier? Was ist denn hier Schönes? Konserven, ja, die würde ich zum Beispiel mitnehmen. Muss doch mal was fressen, der Junge. Kannst du ja nicht nur von Medikits ernähren, das ist doch nicht gesund. Ja, mein Walkie-Talkie ist wieder... kurz angegangen. Das bedeutet, hier ist ein Viech in der Nähe. Hier ist irgendwas Blödes in der Nähe. Vergiss nicht, unsere Hauptaufgabe ist es, den Reim zu vervollständigen, um bei dem kleinen Jungen da, ich sag mal, weiterzukommen. Weiß ja nicht, aber diese Stange sagt mir nicht so zu wie die Axt. Ach, guckt euch das mal an. Fun in the Sun. Ja, thank you. Ich kann nicht genau lesen, was sie damit meinen. Naja, ich denke mal, hier ist jetzt noch ein Monster, wenn ich hier rausgehe.
Hallo. Dake ist am Kommen. Irgendwie ist hier nichts. Eigentlich gedacht. Aber hört ihr das? Mein Walkie-Talkie ist wieder voll am Abgehen hier. Ich habe immer Angst, dass ich irgendwas verpasse hier. Ich weiß auch nicht. Hallo. Jo, jetzt. Hier. Hierher kommt das Signal. Hört ihr das? Ich wette, dahinter ist was. Erstmal gucken, ob wir... Oh, wir können sogar hier rein. Was soll ist das da? Okay. Ja. Psycho. Machst du das gerne, oder was? Ich hau dir jetzt die Fresse ein, du! Komm her! Du dämliches Misty, was jetzt? Hä? Was jetzt? Ja, scheiße, ne? Da liegt sie jetzt. Oh. Weißt du was? Ich gebe dir jetzt noch schön den Rest. So. Ja, das ist Dake Art. Stehst du? Mistvieh. Ich glaube, hier sind noch mehr. Aufnehmen? Was? Ein Holzstück. Langsam wird es aber echt psycho mit diesen kleinen Zwischensequenzen. Okay. Ich sag euch, ich will hier überall rein. Was ist das denn hier? Eine Stange. Okay, scheiße. Hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir! Lauf! Wow! 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 You won't find yourself, Mark, until you face the truth. Der Wahrheit stellen. Ich will hier raus. Ich glaube, es ist nicht mehr weit, Freunde. Ich glaube, bald treffen wir diesen Riesenkerl, den wir jetzt schon zum zweiten Mal gesehen haben. Mann, schmeiß nicht immer deine Axt weg. Die ist Gold wert. So, aber egal. Okay. Oh ja, von hier. Von hier kommt's. Hier ist was. Wähle die Tür 1, 2 oder 3. Ich gehe hier rein. Oh, hier haben sie wohl alle gebetet und so, ne? Erstmal schön in den Raum reinrennen. Um nicht hier Opfer zu werden. Was war das? Was war das? Da liegt was. Ja, komm, das ist der zweite Reim, oder? Wo sind wir? Wo sind wir? Wo sind wir? Nee. So, wie zoome ich nochmal hier rein? R. Zoomen. Da war's doch. So, also. Armer kleiner. Ich finde, das reimt sich ja gar nicht. Was haben wir denn hier? Hallo Mami und Papi. Kann ich bitte nach Hause kommen? Es ist schlimm hier und ich mag es nicht. Die Leute sind gemein zu mir, sie tun mir weh und von der Medizin ist mir immer zu übel. Ich habe Angst. Bitte holt mich ab. Euer bla bla bla. Hinweis an die Belegschaft. In Zukunft wird sämtlicher Schriftverkehr für Patient... Egal ob ein- oder ausgehend, zuerst an mein Büro geleitet, damit ich eine Überprüfung vornehmen kann. Keine Ausnahmen, vielen Dank,
Robert Bloch, Institutsleiterin. Roberta Bloch, nicht Robert. Ja, das hört sich so an, als wenn ich hier schlimme Dinge tue mit den Kindern. Aber mit Kindern ist aber auch schlimm, ey. Das können wir doch nicht machen. Na, 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 na. Wir gehen einfach mal weiter. Oh, da liegen auch noch Stangen. Das finde ich gut. Hier könnte ich wieder den Stuhl mitnehmen, was ich total schwachsinnig finde. Der geht sofort kaputt. So, hier ist rein gar nichts. Oh, oh, oh. Das ist diese Stange, womit ich die Leiter runterholen kann. Das müsste ich eigentlich noch draußen tun. Aber, wartet mal. Lass mich mal kurz gucken, in welchem Raum ich gerade bin. Klassenzimmer, okay. Vielleicht kann ich mir das merken, dann hole ich mir die noch. Weil draußen gab es ja auch noch so ein kleines Geheimnis da zu lüften. So. Hallo? Oh, da ist ein abgerissener Arm, Hand. Sowas in der Art. Gut, hier haben wir schon mal nichts. Und hier... Oh! Eine Pistole. That's more like it. Ja, aber gefällt uns schon besser, ne? So, genau, so. Lass mich nochmal ganz kurz in die Anleitung gucken. Wie man schießt. Ich habe schon wieder vergessen. Ich habe ja noch nie geschossen. Oder erst ein paar Mal. So, LT gedrückt halten, um in den Zielmodus zu gehen. Und RT zum Schießen. Habe ich mir eigentlich schon gedacht. Ich meine, eigentlich können wir es mal versuchen. Schlaginstrumente finde ich zwar sehr viel besser, aber guck mal, ich habe hier ne, 35 Muni. Das ist doch einigermaßen in Ordnung. Und außerdem glaube ich auch, dass man... Genau, man kann auch mit der Waffe schlagen. Ich glaube zwar nicht, ich weiß zwar nicht, ob die dadurch schneller kaputt geht. Vermutlich ja. Hallo? Oh Gott, Leute. Mega Lag. So. Lass uns nochmal ganz kurz auf die Karte gucken, welches Zimmer das jetzt ist. Da steht nichts. Einfach nur ein großer Raum. Ja, dann würde ich mal sagen. Sieht ruhig aus. Ich bin halt nur vorsichtig, Freunde. Möchte hier nicht böse überrascht werden. Obwohl man das sowieso wird in Silent Hill. Das ist ja gerade so der Reiz, ne? Du wirst hier einfach total überrumpelt. Oh Mann, ich hoffe nicht jetzt, dass der Vorhang aufgeht und dann... Ah, da oben ist auch noch was. Vorhang aufgeht und dann kommt da dieses Riesenvieh. Hä? Ach so. Soll ich mich verarschen? Ein riesiger Raum und hier ist nichts? Hä? Ach so. Oder da oben steht der Projektor, wofür ich diese Birne brauche. Das wäre natürlich... möglich. Aha, schaut euch das hier mal an. Ha, ha, ha!
Ja, da weiß ich ja, was ich zu tun habe. Wisst ihr was, dann mache ich das aber so. Dann werde ich hier jetzt die Waffe hinschmeißen. So, werde mir dann so lang den Prügel da hinten nehmen. Falls mir was jetzt auf dem Weg zurück begegnet. So, dann hoffe ich, dass die Waffe gleich noch da ist. Wenn wir da hochklettern. Jetzt ist bestimmt hier alles voller Gegner. Pass auf. Ah! Okay. Ich bin nur vorsichtig. Ah! Hallo, hallo, hallo. Ah! Oh Gott. So, Scheiße, wo war nochmal dieses Ding? Ach, hier. Genau. So. Irgendwas ist hier, verdammte Scheiße. Aber hier ist übertriebener... Frist ist wohl übertriebenen Speicher. So. Zack, runter damit. Ja, so dachte ich das jetzt nicht. So, Knarre nehmen und rauf da. Schön, so machen wir das. Oh, da hängt schon direkt eine Axt. Das finde ich sehr gut. Hier haben wir wohl auch wieder irgendein Rätsel. Schätze, die heben und senken die Kulisse. Ja. Ach so, ich glaube, bei dem Teil hier fehlt ein Hebel. Gut, was haben wir denn hier? Schönes. Kann ich kurbeln? Hey, Minigame. Okay, ich glaube, hier werden so Filmgeräusche gemacht. Ja, mach noch mehr Lärm. So, was haben wir denn hier? Hehe, da haben wir doch wieder was. So, es geht allmählich los hier. Hänsel und Gretel, Akt 1. Ah, schöne Vorführung. Bühne frei, die Beleuchtung wird gedämmt und eine eindringliche Melodie beginnt zu spielen. Wir werden in das klassische Märchen der Gebrüder Grimm versetzt. Beleuchtung auf die Mitte, der Vorhang öffnet sich. Hänsel, ab. Der Weg nach Hause ist verschwunden. Wir sehen, dass sich die Kinder in einem dunklen Wald befinden, mit unbekannten Gefahren, die hinter jeder Biegung lauern. Die Kinder kommen auf die Bühne. Gretel, oh, Hänsel, die Krähen haben unsere Brotkrumen gefressen. So, Hänsel, hab keine Angst, ich pass auf dich auf. Sie kommen zu einer merkwürdigen Hütte. Eigentlich wollen sie nicht näher kommen, aber es beginnt zu regnen. Als ein Donner ertönt, oder eher gesagt, er dröhnt, und sich der Sturm verschlimmert, schleichen sie sich näher und sehen, dass das Haus aus Süßigkeiten besteht. Ey, wie geht's weiter? Die Geschichte kennen wir doch. Oh. Kann ich hier irgendwie was auswählen oder so? Nee. Da steht einfach nur Musik
Scheinwerfer. Die anderen sind ausgegraut. These lights probably cue the stage technician. Ich kann die nur nicht bewegen. Mhm. Gut, also, wir suchen wahrscheinlich hier nach einem Hebel. So viel sei schon mal klar. Aber was ist das hier? Ey, da stand ziehen. Dann zieh. Okay. Verstehe ich noch nicht ganz hier, was das alles soll. Aber wahrscheinlich löst sich das eh erst, wenn wir diesen Hebel haben. Hm. Dann würde ich mal sagen, wir sind doch jetzt in der obersten Etage, oder? Genau, wir sind jetzt in der obersten Etage. Und dann schauen wir uns mal in den anderen Räumen um. Und dann finden wir da Teil bestimmt. Scheint ja wichtig zu sein. Oh Mann, wenn ich sehe, wie groß das Haus ist. Uiuiui. Gibt es noch einige Türen zu entdecken. So. Ich würde ja eigentlich gerne hier diese Dings mitnehmen, ne? Soll ich das mal machen? Wisst ihr was? Ich glaube, ich mache das. Und welcher Ort ist besser, als die Pistole hier hinzulegen? Wo ich eh nochmal hin muss. So. Ich weiß nicht, bisher bin ich sehr Nahkampf erprobt, deswegen bleibe ich lieber dabei. Oh, ich sehe schon wieder, die Zeit rennt schon wieder, meine lieben Freunde. War jetzt nicht so... Oh, scheiße. Ich wollte eigentlich hoch. Egal, war jetzt nicht so spannend. Aber ich bin gespannt, was in der nächsten Folge alles passiert, denn wir sind auf einer neuen Ebene. Komm, geh wieder hoch. Bitte geh wieder hoch. Warum kann man nicht einfach hier drücken und der geht hoch? Das finde ich so blöd gemacht. So. Ja, und dann werden wir mal schauen, wo uns das hinführt. Und vor allen Dingen werden wir den Reim zusammenkriegen und dem kleinen Jungen helfen können, wenn wir ihm überhaupt damit helfen. Fragen über Fragen. Und was geht ab in Murphys Schädel? Das sehen wir. Bis zum nächsten Mal, liebe Freunde. Schaltet wieder ein. Vergesst nicht, abonnieren, kommentieren und bewerten. Das hilft euren YouTubern weiter, die ihr mögt. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.